Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und im Stream, die Piratenfraktion begrüßt grundsätzlich die im Nachtragshaushalt enthaltenen Mehrausgaben für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen in den Erstaufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes sind ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die zusätzlich bereitgestellten Lehrerstellen sind der Kritik grundsätzlich nicht zugänglich. Die Kritikpunkte in diesem Bereich folgen noch. Die jetzt durch die Änderungsanträge von Rot-Grün vorgesehene Verteilung der Bundesmittel und Übernahme des Anteils des Landes in Höhe von insgesamt 108 Millionen an die Kommunen halten wir für eine Selbstverständlichkeit. Und das ist nichts, was sich diese Landesregierung aus unserer Sicht als Erfolg in die Geschichtsbücher schreiben lassen kann. Dennoch stimmen wir Piraten diesen Änderungsanträgen zu. Wir dürfen allerdings nicht außer Acht lassen, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Landesregierung im Bund schlicht und ergreifend 90% dessen, was sie selbst an Forderungen in den Raum gestellt hat, gar nicht mit nach Hause gebracht hat. Da war die Rede von rund 9.700 Euro Kosten pro Flüchtling. Dieses hätte bezogen auf die Bundesrepublik einen Betrag, einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag ausgemacht, roundabout 5 Milliarden. Davon hätten dann, wenn der Bund dieses gezahlt hätte, dem Land Nordrhein-Westfalen rund 1 Milliarde zugestanden. Die Landesregierung kommt insgesamt mit 100 Millionen, das sind 10% davon, nach Hause. Das halten wir für zu wenig. Dies sind dann aber auch schon abschließend die Gründe, welche sie uns überhaupt ermöglichen, uns bei der Abstimmung über den von der Landesregierung vorgelegten Nachtragshaushalt insgesamt zu enthalten. Der zweite Nachtragshaushalt 2015 ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich sagte es bereits, aber greift zu kurz und schöpft nicht die vielfältigen, auch fiskalischen Möglichkeiten der Landesregierung aus, um insbesondere auch den Kommunen diejenigen Mittel vollumfänglich zur Verfügung zu stellen, die es braucht. Nach wie vor fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept der Landesregierung und bleibt die Flüchtlingspolitik Flickschusterei. Die Landesregierung hechelt hinter der rasenden Entwicklung hinterher, obwohl die Anzeichen für die flüchtlingsbedingte Zuwanderung sich bereits im vergangenen Jahr abzeichnete. Steigende Flüchtlingszahlen zeichnen sich in einer steilen Kurve nach oben ohnehin schon seit dem Jahr 2011 ab. Die Piratenfraktion hat schon 2012, dem ersten Jahr ihrer Teilnahme hier im Hohen Hause, darauf hingewiesen und dies in zahlreichen Änderungsanträgen im Haushalt, mittlerweile 3 Haushaltsberatungen, dokumentiert. Lernen durch Schmerzen, aber ohne Lernen, so könnte man diesen zweiten Nachtragshaushalt bezeichnen. Meine Damen und Herren, in Anbetracht der stark steigenden Flüchtlingszahlen hätte es dringend mehr Landesmittel für den NRW-Flüchtlingsrat zum Beispiel gebraucht, wie aber auch an vielen anderen Stellen, die heute schon im Laufe auch der Unterrichtungsdebatte genannt wurden. Der Flüchtlingsrat fungiert als wichtige Schnittstelle zwischen allen mit Flüchtlingsfragen befassten Beteiligten, insbesondere den, so hat der Kollege Abel eben auch gesagt, den NGOs, den vielen zivilgesellschaftlich Engagierten und den Betroffenen. Tatsächlich ist es aber so, dass den Kommunen endlich unter die Arme gegriffen werden muss, auch aus dem Landeshaushalt heraus. Die desolate Finanzlage der Kommunen in NRW in Kombination mit den steigenden Flüchtlingszahlen führt dazu, dass eine gefährliche Gemengelage entsteht, in der die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger gegen die Bedürfnisse der Flüchtlinge aufgewogen werden. Dies darf nicht passieren. Tatsächlich ist es nämlich auf der anderen Seite finanzpolitisch auch ein Unding, dass NRW nach wie vor und auch nach der Vereinbarung im Kanzleramt, über die heute sehr ausführlich gesprochen worden ist, mit ihren Pauschalzahlungen an die Kommunen nur die Hälfte der Kosten der Kommunen an diese erstattet. Daran ändern auch die Zuweisungen des Bundes nichts, die jetzt im Änderungsantrag von Rot-Grün ausgewiesen sind. NRW ist knausrig und könnte mehr. NRW rangiert auf einem der letzten Plätze in dieser Frage, nämlich der Finanzierung der Kommunen in Bezug auf die Lasten, die entstanden sind und weiter entstehen aus der Zuwanderung und aus der Flüchtlingssituation. Frau Ministerpräsident Kraft und Herr Kommunalminister Jäger sollten aus unserer Sicht einmal auf den Tisch des Finanzministers klopfen und dort einmal nachfragen, wo denn tatsächlich die Mittel sind. Herr Finanzminister, wir Piraten haben jüngst in Ihrem Hause, nämlich letzte Woche, angefragt, welche Mittel sich angesichts der aktuellen Steuerschätzungen in der Landeskasse als verfügbar zeigen. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als zu mauern und die Karten nicht offen zu legen.
Stattdessen hatten Sie immerhin im letzten Haushalt- und Finanzausschuss die Chuzpe darzulegen, dass Sie von den Steuerschätzungen nach einem eigenen Schlüssel abweichen und praktisch eine hausinterne Steuerschätzung machen, die deutlich hinter der Realität zurückbleibt. Die wahren Zahlen auf Basis Ihrer Annahmen legen Sie dem Parlament trotz aktueller Nachfrage nicht offen. Dieses intransparente Verhalten führt unter anderem auch aus unserer Sicht zu einer Unterfinanzierung der Kommunen im Hinblick auf die Flüchtlingssituation. Dieses können wir um Gottes Willen nicht mittragen hier im Hohen Hause, jedenfalls von Seiten der Opposition. Und Herr Finanzminister, ich fordere Sie hier auf, definitiv auf, die Zahlen einmal offenzulegen, wie es denn aussieht mit dem von Ihnen selbst angelegten Schlüssel in Bezug auf die Steuerschätzung bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen. Weil die Richtung stimmt, aber dieser Nachtragshaushalt kein schlüssiges Gesamtkonzept für die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik erkennen lässt, wird sich die Piratenfraktion insgesamt zum Nachtragshaushalt enthalten. Im Hinblick auf den Antrag der CDU oder beziehungsweise die Anträge der CDU, muss ich sagen, haben auch ich noch einmal mit unseren entsprechenden Fachpolitikern Rücksprache genommen. Wir sehen natürlich die Notwendigkeit, die absolute Notwendigkeit, wie alle Fraktionen hier im Hause, dass hier dringend etwas getan werden muss. Das soll ja auch getan werden, wird auch im August. Und ich danke Herrn Kollegen Abel selbstverständlich für das Wort, was er hier gegeben hat, dass dann ab August, da beginnen ja dann auch langsam schon die Haushaltsverhandlungen, die Debatten zum Haushalt 2016, da entsprechende Änderungen im Haushalt eingestellt werden. Ich gehe davon aus, dass auch dies fraktionsübergreifend geschehen wird. Im Hinblick auf den Antrag oder die Änderungsanträge, so sehr ich Sie persönlich begrüße und auch persönlich hier positiv sehe, folge ich unterdessen hinsichtlich der Empfehlung unseren Fachpolitikern auch mit Blick auf die Stimmung im entsprechenden Fachausschuss und die dort getroffenen Vereinbarungen, sodass wir uns hier an dieser Stelle jedenfalls, was diese Änderungsanträge angeht, enthalten werden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schulz.